Hallo und guten Morgen. Ich begrüße in Zürich die Saxophonistin und Komponistin, Lehrerin Nicole Johentgen. Guten Morgen nach Zürich. Guten Morgen, lieber Klaus. Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung. Wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Das freut mich zu hören. Du hast auf jeden Fall viel zu tun, was man so liest, wenn man dich auf Facebook verfolgt, sozusagen. Du hast jetzt vor kurzem sogar ein Workbook rausgebracht. Erzähl doch einfach mal ganz kurz, was hat es damit auf sich? Was? Tada! Da ist es, da ist es. Da ist es. Es ist sogar gedruckt. Ich habe es mir sogar einmal ausgedruckt. Ja, das Workbook, das war schon lange eine Idee, die ich in meinem Kopf hatte und irgendwie nie die Muse gefunden hatte, das aufzuschreiben. Und während Corona-Zeit hatte ich so viel Zeit gehabt, dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt nutze ich diese Zeit und versuche alles aufzuschreiben, was geht. Und meine magische Zahl dieses Jahr war 39. Und dann habe ich 39 Songs komponiert in ganz unterschiedlichen Stilistiken, also Jazz, Klassik, Rock, Pop. Und habe die alle notiert, unterschiedliches Level. Also man kann als Anfänger mitspielen, aber auch als fortgeschrittene Person, musizierende Person kann man auch mitspielen. Es ist für Saxophon, S- und B-Stimmen. Man kann es aber auch C-Stimmen haben und Bassstimmen geht auch. Und ja, es war so ein kleines Träumchen, was ich mir da erfüllt habe. Und jetzt ist das Träumchen wahr geworden. Ich habe es gemacht. Ich habe auch noch Playbacks, Musik mit dazu gespielt. Das ist keine High-End-Produktion. Das ist ganz basic. Wichtig sind irgendwie die Noten und die Freude an der Musik und die Mitspielmusik. Ganz einfach mit Synthi-Klängen noch dazu gespielt, dass man wie eine Ahnung hat, wie soll es klingen. Ja. Und kurz nachgefragt, was hat es mit der Zahl 39, Ja. deine magische Zahl dieses Jahr? Ich bin 39 Jahre jung geworden, ne? Und dann war für mich irgendwie klar, okay, bis zu diesem Zeitpunkt spätestens muss ich alle 39 Songs haben. Und dann war das für mich klar, 39 Songs, 39 Jahre jung, 39, alles, was mit 39 ist eben. Sowas hat bei mir immer so einen Leitfaden dann. Und dieser Leitfaden erzeugt dann in mir so einen gewissen, nicht Druck, aber so ein Ziel. Ich habe ein Ziel vor Augen, das will ich verfolgen. Also es war für mich klar, ich will dieses Jahr Dinge machen, die ich voran nicht gemacht habe. Und dann kam gezwungenermaßen die Corona-Zeit, wo wir dann mehr Zeit dafür hatten. Und dann habe ich das einfach gemacht. Das heißt also, du hattest wegen Corona auch mehr Zeit einfach zu komponieren, weil du natürlich auch ja, Auftrittsverbot hattest und nicht spielen durftest. Deswegen hattest du auch da Zeit für. Ich habe mich definitiv anders beschäftigt als vorher. Das stimmt. Und die Stücke, die du jetzt eigens für dieses Workbook komponiert hast, die bauen aber nicht aufeinander auf. Also es ist nicht, Nummer eins ist ein Anfängerstück und dann wird es immer schwerer und 39 ist dann fortgeschrittene. Genau. Also es ist so, dass das war auch mein Ziel. Also das war es nicht mein Ziel, dass ich ein Lehrmittel produziere, wo man bei A startet und bei Z endet, sondern es ist tatsächlich so, wie mir der Kopf gewachsen ist, einfach querbeet. Also da kann ein Stück am Anfang schwer sein, dann ist das nächste Stück wieder leichter. Und das finde ich eigentlich noch, also als ich an meine Jugend zurückdenke, als ich Saxophon angefangen habe zu spielen, gab es auch immer mal in den Büchern Stücke, die ich nicht so gut spielen konnte. Und dann dachte ich, ah, jetzt wird es ja immer schwieriger, jetzt muss ich wieder zurück. Und bei dem Lehrmittel oder bei dem Workbook ist es so, wenn du auf Seite 10 bist und denkst, ah, das ist mir zu schwer, gehst du mal auf 11 oder 12 und schaust nach, da findet sich sicherlich was Leichteres. Also die Frustrationsgrenze ist da nicht so hoch. Okay. Das heißt, wenn ich Saxophonspieler, Saxophonist, ob jetzt Anfänger oder Fortgeschrittener bin, dann nehme ich mir einfach dieses Buch zur Hand und schlage willkürlich eine Seite auf und Richtig. spiele einfach. Genau. Das ist was ganz Lockeres. Es ist, weil wir haben ja schon so viel Material. Wie bläst man ein A? Wie bläst man ein F? Ich werde sicherlich da auch mal irgendwelche Videos dazu machen, Lehrvideos. Aber bei diesem Workbook war es einfach so: Hey, ein Fluss. Dieser Fluss. Ich schreibe jetzt einfach 39 Stücke. Fertig. Und genau. Und das ist jetzt.
Das ist dabei rausgekommen, Saxophone Workbook Volume 1. Ja, aber es ist dann, wie der Name schon sagt, eben ein Workbook, ein Übungsbuch, ein Arbeitsbuch und kein Spielheft, was ich mit anderen Saxophonisten teilen kann? Oder wäre das auch denkbar, dass ich Duette spiele? Man kann auch Duette spielen. Also ich habe bewusst in ein Buch die E-Flat, also die S- und die B-Flat-Stimme gepackt, weil es doch öfters mal hat, dass man die Kombination Altsaxophon und Tenorsaxophon hat und dann muss man immer die Noten rumsuchen. Und das war bewusst, dass ich beide Stimmen in einem Workbook habe. Manchen fällt es schwer, dann sich zu konzentrieren und die S-Stimme dann jeweils durchzuspielen, aber dann kann man ja tricksen und kann sich eine Farbe nehmen und das farbig machen. Aber man kann auch bei mir bestellen, dass ich nur die S-Stimme zum Beispiel schicke, wenn das andere überhaupt nicht geht. Das ist eigentlich das Schöne, da ich alles selbst mache. Das heißt, die Leute, wenn sie irgendwelche Wünsche haben, hey, das Playback ist zu schnell, kannst du es mir langsamer machen, dann mache ich das natürlich, oder? Dann liegt es mir auch nahe, dass die Käuferin oder der Käufer Spaß dran hat. Also das Buch soll einfach Spaß machen und ja. Ja, und wenn ich jetzt frage, kannst du mir das mal vorspielen, dann würdest du das auch machen. Ja, soll ich das jetzt machen, schnell? Vielleicht können wir eine kleine Kostprobe mal hören, ja? Gerne. Gut, also ich habe ja mein Saxophon immer mit dabei. Zum Beispiel das Stück 22, da war ich gerade in dem Moment, weil es hat draußen heftig geregnet, dann war ich zu Hause in meinem Zimmerlein und habe komponiert und habe gedacht, so dieses Stück, weil ich mich jetzt, das ist eigentlich, so sollte es sein, man soll sich zu Hause wohlfühlen und dann habe ich dieses Stück Sweet Home genannt. Mhm. Okay. Ready? Ich bin bereit. Das ist ein ganz einfaches Thema, das können alle mitspielen und wenn sie das Playback noch mit dazu hören, dann ist das eine einfache Melodie, aber es macht allen Spaß und die Melodien sind so aufgebaut, vor allem die Jazz-Sachen, dass die teils schon für Improvisationen verwendet werden können. Also wenn ich da jetzt eine Improvisation draus mache, so in der Art, ne? Genau, also das kann dann verwendet werden, oder? So sind die eigentlich alle aufgebaut. Von daher ist es zum Teil als Improvisationsidee, aber in ein Thema verpackt, was ja oft im Jazz ist, aber auch als einfache Melodie, damit jede Spielerin, jeder Spieler, die jetzt weniger erfahren sind, mit der Improvisation besser reingeführt werden in den Jazz. War dieses Workbook explizit ein Wunsch auch deiner Schülerinnen und Schüler, dass die gesagt haben, Nicole, wir wollen deine Lieder auch mal selber spielen. Hast du da nicht ein paar Noten? Nee, ich habe sie damit überrascht. Aber war eine gelungene Überraschung vermutlich, oder? Ja, sie freuen sich natürlich. Und ja, na, ich freue mich, wenn das Buch zu den Leuten geht. Es ist ja irgendwie eine schöne Sache. Und es sind sogar ein paar Melodien dabei, die ich vielleicht auf meiner nächsten Henry-CD aufnehmen werde. Damit sprichst du es tatsächlich an, was ich jetzt als nächstes fragen wollte. Du gehst sozusagen ja den umgekehrten Weg. Normalerweise machen Musiker ja CDs und dann werden sie gefragt, gibt es das auch als Noten? Und dann transkribiert man und bringt ein Buch raus mit den Noten von der CD XY. Bei dir ist es jetzt genau umgekehrt. Du hast also explizit für dieses Workbook komponiert und denkst jetzt darüber nach, vielleicht gibt es das ja auch irgendwann mal auf CD. Wieso bist du diesen Weg gegangen und nicht den, ich sag mal, Standardweg oder herkömmlichen Weg, oder ist das? Ich habe mir keine Gedanken drüber gemacht. So weit habe ich nicht gedacht. Aber es ist ja auf jeden Fall auffällig. So. Entschuldigung? Es ist ja auf jeden Fall auffällig, dass es ja der Umgang ist, dass du eben für dich jetzt sozusagen oder für dieses Buch komponiert hast. Ja, es ist wahrscheinlich, genau. Also ich habe mir da gar keine Gedanken drüber gemacht. Aber ja, vielleicht sollte ich aus den anderen CDs jeweils die Stücke auch, ich habe sie alle in Schriftform, ich kann
wenn mich jemand fragt nach Henry zum Beispiel, Tanzbär, kann ich direkt die Noten senden, ist kein Problem. Aber das sind natürlich dann andere Stücke, weil das ja keine Solo-Stücke sind, sondern da spielst du ja mit anderen Musikern zusammen. Da müsste man dann wahrscheinlich die anderen Instrumente als Playback dann noch dazugeben, wenn man die ins Buch packen würde. So, oder ich lasse einfach auf dem Playback meine Hauptstimme weg. Mhm. Das wäre auch eine Option. Aber genau, für den Anfang empfehle ich zuerst das Workbook. Das ist ja auf jeden Fall erstmal, also 39 Stücke müssen ja auch erstmal gespielt werden. Kann man dann davon ausgehen, dass nächstes Jahr ein Workbook mit 40 Stücken erscheint? Ja. Okay, also du machst es wie Adele, die ihre CDs auch immer 21, 22 und so weiter nennt, so wie alt sie eben war, als sie die CD rausgebracht hat. Super, ja. Finde ich gut. Ja? Wusste ich hast nicht, aber gut. Hast du noch zu tun in den nächsten Jahren? gleichzeitig, oder nicht gleichzeitig, aber vor Corona gerade noch, kam ja eine neue CD raus. Die ist aus New York eingetrudelt nach Europa. Lumens nennt sich die. Die hast du vor 4 Jahren schon eingespielt in New York. Vielleicht auch da ganz kurz erzählst du mal, wie es dazu gekommen ist. Das ist eine Duett-CD, Gitarre und Saxophon logischerweise. Genau, ganz kurz den Hintergrund einfach mal in der CD. Also ich habe ein halbes Jahr in New York gelebt, weil mich die Stadt Zürich ein Atelierstipendium gegeben hat. Also man konnte sich dafür bewerben. Und dann war ich ein halbes Jahr dort und habe gleichzeitig, während ich viel natürlich Saxophon gespielt habe, Unterricht genommen habe, habe ich auch an meiner Sinfonie gearbeitet und hatte aber für mein Musikprogramm einen gewissen Dongle, einen Key, USB-Key vergessen in Deutschland und bin dann in diesen Musikladen, Sam Ash Music Store, gegangen in Manhattan und da stand an der Kasse bei dem Saxophon stand ein junger Herr, Matt Lavelle, und ich wusste nicht, dass er Musiker ist. Auf jeden Fall hat er mich, nachdem ich sehr viele Saxophone in diesem Musikstore ausprobiert habe, in dem ich auch diesen USB-Dongle gekriegt habe, habe ich gedacht, okay, ich probiere alle Saxophone durch, die es da gibt, weil ich habe ja jetzt Zeit. Und habe das gemacht und nach jedem Saxophon kam er zu mir und sagte, who are you? Do you like free jazz? What is F major for you? Das war die geheimnisvolle Frage. Das war die Frage. Mit dieser Frage habe ich es in sein Orchester geschafft. Er war der Schüler von Ornette Coleman und hat selbst ein Free Jazz Orchester gegründet. Das heißt, ich, diejenige, die eigentlich überhaupt nicht Free Jazz spielt, bin in New York gelandet und habe ein halbes Jahr mein Free Jazz Haus gehabt. Sein Orchester heißt 12 Houses. Jede Musikerin, jeder Musiker hat tatsächlich ein 50-50 Orchester gehabt. Und jede Musikerin, jeder Musiker hatte ein Haus. Ich hatte auch ein Haus. Und ich hatte jeden Sonntag mein Haus in New York. Das ist doch ein schönes Erlebnis, oder? Du kommst nach New York und hast gerade schon zu Hause ein Haus. Und ich war dann in diesem Free Jazz Haus mit dabei. Und wir haben im bekannten New Bloom Music Club gespielt, jeden Sonntag. Das war Free Jazz vom krassesten. Also so eine geballte Energie. Und neben mir saß, also das ist eigentlich ein bekannter Musiker, der Art Barron. Und neben ihm saß dann noch ein Gitarrist, der Jack DeSalvo, oder? Und Jack kannte ich vorher nicht. Ein ganz, ganz netter Typ, ganz, ganz, ganz lieber Typ. Und wir haben immer so zusammen gespielt und irgendwann kam er zu mir in seiner ruhigen Art. Would you like to record a CD? I would like to record some tunes with you. Und dann habe ich gedacht, klar, logisch, wenn ich in New York bin, logisch, machen wir das doch. Und dann habe ich gefragt, ob ich auch noch 2, 3 Stücke mit hinzusteuern kann. Das sagt er, kein Problem. Und wir haben das Konzept, deswegen erzähle ich jetzt diese lange Geschichte, des Free Jazz Orchestras haben wir mitgenommen auf diese CD. Das heißt, zum Teil sind die Songs komplett frei entstanden und zum Teil hatten wir eine kleine Richtlinie, in dem wir die Melodie schon hatten. So, und das ist eigentlich das Konzept der CD, etwa frei, auf schauen wir mal, was dabei rauskommt und komponierte Songs. Mhm. Das hast du vor 4 Jahren aufgenommen, wie eingangs erwähnt, das ist also schon eine Weile her. Das heißt, in der Zwischenzeit hat dann Jack DeSalvo hat dann
ja, gemastert, gemischt, Songs dazugepackt noch und hat dann jetzt sozusagen in Eigenregie die CD dann rausgebracht und dich damit überrascht. Richtig, genau. Also das ist, kommt selten vor. Auf jeden Fall bin ich im März oder April war es, ich weiß nicht mehr genau, bin ich an meinen Briefkasten gegangen und habe plötzlich diese CD in der Hand gehabt. Die hat mir so gut gefallen. Die passt eigentlich auch noch jetzt zur Jahreszeit gut. Ist ein bisschen herbstlich, sieht es so aus. Schöne, wunderschöne Farben. Und dann habe ich mir die angeguckt und dachte, mein Gott, das sind ja wirklich wie so Lichteffekte, Lumen, oder? Und dann habe ich Jack gefragt, hey, lass uns die doch hier veröffentlichen. Und das war der richtige Schritt. Ich habe dann lang noch gedacht, nee, es macht ja keinen Sinn, Gitarrist in New York, ich hier, wir spielen keine Konzerte. Macht das Sinn überhaupt? Doch, die Leute, also zumindest die Leute, die meine Musik hören, die hatten wirklich Freude. Und das ist doch schön, in der Zeit irgendwie was Freudiges den Leuten mitzugeben. Das war auch der Grund, warum ich dann so gepusht habe. Und nichts ist umsonst. Man muss einfach machen und gucken, wo es hingeht. Dass jetzt natürlich die Veröffentlichung mit Corona zusammenfällt, war natürlich Zufall und mit Sicherheit nicht so geplant. Nee. ist denn der Name Lumens, also Licht, Lichtblick, kann man das durchaus so interpretieren, dass es für Corona oder für die Corona-Zeit ja, ein positiver Effekt einfach ist, ein Lichtblick, ein Streif am Horizont, wie auch immer man das interpretieren mag? Ja, ganz klar. Okay. Jetzt bist du ja, du hast auch erwähnt, Konzerte mit Jack DeSalvo sind momentan sowieso nicht möglich und sonstige Konzerte laufen jetzt langsam sporadisch wieder an. Du hast ein großes Projekt im Juni nächsten Jahres in Saarbrücken mit dem Sinfonieorchester von Netz. Da habe ich gelesen, dass ja, es ein großes Konzert mit ja, Solo-Saxophon und Sinfonieorchester und du hast erwähnt, da übst du auch schon fleißig für. Ja. Ich bin tatsächlich schon seit Juni diesen Jahres 2020 bin ich das Werk schon am Üben. Immer mal wieder ein paar Takte auswendig lernen. Und Scaramouche heißt das Werk. Was zeichnet das Werk aus? Was ist da so schwierig dann, dass man es jetzt schon anfangen muss zu üben? Also was ich ganz spannend finde, ist, habe ich wahnsinnig Spaß, das Stück zu üben, vor allem auch auswendig zu üben, weil das alles so sich natürlich anfühlt. Es ist nicht irgendwie, es ist irgendwie vorher wahrscheinlich von der Querflöte gespielt worden und transkribiert worden fürs Saxophon, oder? Überhaupt nicht, sondern das fühlt sich wahnsinnig ergonomisch an. Das liegt in den Händen gut, man kann es sich extrem gut merken. Es ist alles harmonisch irgendwie nachvollziehbar. Also wenn man einen Einstieg in die klassische Musik haben will, dann ist das, also finde ich, ein gutes Stück dafür. Es ist schwer, aber man kann so ein Stück aber auch langsam üben beziehungsweise erleichtert umkomponieren für die Studentinnen und Studis halt, ne? Und das ist, also mir macht es Spaß, sowas zu entdecken. Es ist was Neues. Ich nenne es immer für mich Gehirnfutter. Ich brauche sowas. Ja. Ich brauche so Herausforderungen, technische Sachen und Timing-Sachen. Also ich habe bei dem Stück schon wahnsinnig viel gelernt. Wie ist dieser Ausflug in die Klassik? Also bisher bist du ja hauptsächlich im Jazz unterwegs. Ist ja dann doch was anderes, behauptet mal. Wie ist dieser Ausflug in die Klassik? Ich finde es natürlich sehr lehrreich. Also ich habe auch schon Händel, habe ich umkomponiert auf Jazz. Bei den Händel-Festspielen vor ein paar Jahren. Das war auch spannend. Also ich höre sehr, sehr viel klassische Musik in meiner Freizeit. Und außerdem bin ich auch klassisch geprägt von meiner Kindheit. Ich habe ja klassisches Klavier begonnen zu spielen, Debussy, Ravel, all die Sachen, die man so halt kennt. Und das prägt einen natürlich. Ich merke, dass das halt immer mehr rauskommt, diese klassische Ader wieder. Und ich habe natürlich schon Interesse, das zu mixen, aber auf eine Art, wo es nicht cheesy ist, oder? Sondern wo es herausfordernd ist. Und ich schreibe ja diese Sinfonie, die wird wahrscheinlich fertig, wenn ich irgendwie 70 bin oder so. Da bin ich total langsam, Schneckentempo. Und da merke ich auch, das geht auch sehr stark Richtung klassische Musik, aber ich versuche die Streicher so zu setzen, dass sie nicht als Begleitfunktion sind, sondern als wirklich, sie sind am Spielen. Ja. Oder? Also als Melodieinstrument mit, auch als Begleitinstrument, aber das ist der Spagatsprung. Und für mich ist die klassische Musik
erweiternd auch für mein Instrument. Also wenn ich Saxophon spiele und spiele irgendwelche klassischen Sachen, merke ich auch immer wieder, dass das sehr nah manchmal am Jazz ist. Einfach eine andere Phrasierung. Und auch der Sound, ein klassisches Saxophon klingt völlig anders wie ein Jazz-Saxophon. Es ist, ich kenne kein Instrument, das so anders klingt in einer anderen Musikrichtung. Also das ist ganz, ganz krass. Aber ich finde es toll. Ich finde es auch toll, mit klassischen Musikern zusammenzuarbeiten. Also die klassischen Saxophonisten, die sind alle immer total offen und nett. Und ja, so hat mich auch durch dieses Workbook hat mich ein klassischer Saxophonist angefragt, ob ich Lust hätte, ein Stück beizusteuern in seinem neuen Saxophonbuch für Kinder. Mhm. Ist klar, logisch. So öffnet sich dann die nächste Tür gleich wieder, wenn man die eine aufmacht, dann geht die nächste dann auf der anderen Seite auch wieder auf. Bis aber dieses Konzert dann in Saarbrücken stattfindet, bist du natürlich auch anderweitig noch unterwegs, sofern es Corona zulässt. Die nächsten Termine sind auf jeden Fall jetzt schon, ja, zumindest mal angekündigt. Ob es dann am Ende stattfindet, das weiß man leider wahrscheinlich erst mal kurz vorher. Ja. Was ist da geplant in den nächsten Wochen und Monaten? Also viele Duos sind geplant. Ich im Moment, also seit geraumer Zeit habe ich eigentlich dieses Duo-Format extrem gern, weil man, da kann man sich nicht verstecken, da kommt alles raus. Nein, also ich spiele extrem gern Duo in verschiedenen Konstellationen mit Tuba, Sousaphon, mit Gitarre und drum auch Lumens. Mhm. Genau, also das, dann Quartett, ein paar Quartett-Sachen. Im Januar habe ich ein schönes Konzert in Bern, in einem Mahogany Hall. Und da freue ich mich auch schon drauf. Da spielen wir Abdullah Ibrahim Programm, was ich super cool finde. Und was machen wir noch? Also genau, mit meiner Henry-Band geht es natürlich auf Tour, wenn ich die von New Orleans rüberholen kann. Ja. Das ist der Plan. Dann sind wir im Mai 2 Wochen lang unterwegs. Das wird Hardcore, aber sehr, ich freue mich total. Vor allem im süddeutschen Raum und in der Schweiz sind wir dann unterwegs. Dann arbeite ich an meiner Schweizer CD. Da habe ich jetzt vorgestern mal die Wave-Files gesichtet von der Studioproduktion. Von Gott sei Dank haben wir die im Dezember 2019 aufgenommen. Die kommt dann nächstes Jahr im Herbst, das ist der Plan. Ja, so halt querbeet. Also langweilig ist es nicht? Nee. Okay, wunderbar. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für das Interview. Vielen Dank auch, lieber Klaus. Alles Gute für die Zukunft und hoffentlich finden die Konzerte auch wie geplant statt und dann vielleicht ja im Laufe der Zeit immer mehr Konzerte, dass sich das einfach irgendwann mal erledigt hat mit Corona. Das wäre schön und ja. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir das nächste Interview dann wieder face-to-face machen können. Super, ja. Danke dir vielmals für die Anfrage und wir bleiben einfach in Kontakt und wir kommen nach München spielen. Und zwar Mitte Mai irgendwann, 12., 13., 14. Mai, sowas. Es ist ein Freitag. Da kommt, ja, genau, da kommt auch der Bayerische Rundfunk und nimmt es auf. Und wir werden wahrscheinlich eine CD dort aufnehmen, entweder hier dort oder halt in der Nähe. Schauen wir mal. Viel Erfolg auf jeden Fall dafür. Vielen Dank. Alles Gute. Bye-bye. Ah, ich spiele noch eins kurz. Komm. Also ein.